Seeker Hours. Moin Wohnzimmer Kapitäne und willkommen zurück hier auf dem Seekers Kanal. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid und wir wollen euch heute den T9 Zerstörer der USA, die Benham, vorstellen. Aktuell zu erspielen im Update-Zyklus 085 für 800 Treibstoffmarken kann man das Schiff in der Waffenkammer freischalten. Und ja, das ist dieses Update gewesen oder ist das Update mit den apokalyptischen Gefechten, wo ihr diese Torps da durch die Gegend schicken müsst und so weiter und so fort. Und in Anlehnung dazu passt dieser DD auch ganz gut, weil er sich nämlich die Torpedos auszeichnet. Wir wollen jetzt hier mal ein bisschen näher drauf eingehen. Ganz kurz zur Geschichte. Die Benham ist das Führungsschiff der namensgleichen Klasse, der Benham-Klasse nämlich. Es wurden 10 Schiffe von diesem Schiffstyp gebaut. Und die Benham selbst nahm an namhaften Operationen im Zweiten Weltkrieg teil, nämlich zum Beispiel dem Doodle Raid an der Schlacht um Midway, wo sie Überlebende der Yorktown und der Hammam oder Hamman oder wie auch immer das betont wird, gerettet hat. Dann die Landung in Guadalcanal und Tulagi, da nahm sie auch dran teil und im späteren Verlauf dann auch an der Luft- und Seeschlacht um Guadalcanal, wo sie dann leider von einem japanischen Torpedo getroffen wurde. Der kam wohl relativ kurz hinter der Brücke, hier schlug er dann wohl ein, trennte das Schiff so ein bisschen und die Crew konnte aber dieses Schiff noch eine längere Zeit über Wasser halten, versuchte dieses Schiff zu retten, war dann schlussendlich aber doch nicht erfolgreich, musste das Schiff dann verlassen und so sank es im Pazifik und liegt da jetzt sozusagen als Mahnmal der Geschichte. Jetzt hat Wargaming sich gesagt, wir bringen diesen Zerstörer aufgrund seiner besonderen Eigenschaften ins Spiel und wir wollen uns jetzt diese Werte einmal anschauen. Fangen wir direkt mit der Überlebensfähigkeit an. Wir haben hier 14.500 Trefferpunkte. Das ist leider, kann man schon sagen, der niedrigste Wert eines T9 Zerstörers im gesamten World of Warships Spiel. Also selbst die japanische Flotte, die Yogumo, hat im B-Rumpf nachher mehr Trefferpunkte als das, was die Benham hier aufweisen kann. Aber irgendwo muss das Schiff ja auch Schwächen haben, damit es dann nachher auch gut zu bekämpfen ist, dass es eben gebalanced ist. Schauen wir uns mal die Panzerung an. Wir haben hier 19 mm vorne, hinten überall gleich und die Aufbauten sind hier mit 13 mm angegeben. Gut, und das soll es erstmal schon zu der Überlebensfähigkeit an sich sein. Wir schicken euch jetzt ins Replay, sodass ihr ein bisschen Gameplay genießen könnt und dazu erzähle ich euch dann was zur Artillerie und allen weiteren Werten, die wir jetzt noch nicht erwähnt haben. Auf der Benham sind 4 Geschütztürme verbaut. Jeder Geschützturm hat ein Rohr, 127 mm, 2 vorne und 2 hinten. Die Werte zu diesen Geschütztürmen sind weitestgehend deckungsgleich mit der Fletcher. Wir haben hier eine Ladezeit von 3,3 Sekunden, die wir runterskillen können bis auf 2,6 Sekunden Reload. Die 180-Grad-Kehre unterscheidet sich ganz leicht nur im Zehntelbereich. Wir haben hier 6 Sekunden, die Fletcher hat 5,7 oder sowas in der Art. Dann haben wir Streuung hier 110 Meter, obwohl wir 300 Meter kürzere Feuerreichweite haben. Das sind 7 Meter mehr Streuung. Das ist also ein ganz kleines Ticken bisschen ungenauer. Die Sprenggranaten und die Brandwahrscheinlichkeit, genauso wie die Penetrationskraft der Granaten, die sind komplett identisch, die ihr hier eingeblendet seht. Und dann kommen wir schon zu den AP-Granaten. Da kann man gleich schon mal auf die Abprallwinkel eingehen. Wir haben hier 0 bis 30 Grad immer Abpraller, 30 bis 45 Grad die Chance auf Abpraller. Ihr müsst 21 mm an Panzerung penetriert haben, damit die Zündverzögerung von 0,01 Sekunde eben auslöst. Und dann könnt ihr auf 12 Kilometer 45 mm penetrieren, auf 8 Kilometer 72 mm und auf 5 Kilometer 112 mm. Der Alpha-Damage der Granate beträgt 2100. Die Reflexreichweite, ich sagte das schon, 12,6 Kilometer und die AP- und Sprenggranatengeschwindigkeit an der Mündung gemessen 792 Meter die Sekunde. Und dann kommen wir zu einem der Prunkstücke auf diesem Zerstörer oder dem Prunkstück überhaupt, nämlich den Torpedowerfern. Das ist wirklich was Besonderes, denn ihr habt auf diesem DD hier 4 Werfer verbaut. 2 links und 2 Steuerbord, also Backbord und Steuerbord, jeweils 2 Stück. Jeder Werfer hat 4 Torpedos. Die Dinger schwimmen 10,5 Kilometer weit und sind nur auf 1,4 Kilometer zu entdecken. Das ist ein ganz guter Wert. Und vor allen Dingen sind die Dinger nicht langsam. Die haben 65 Knoten Höchstgeschwindigkeit oder Reisegeschwindigkeit, kann man ja sagen.
Ja, Nachladezeit standardmäßig beträgt hier 85 Sekunden, aber ihr wisst ja, das kann man skillen mit der Torpedo-Bewaffnungsmodifikation und dann auch dem Skill beim Kapitän. Dann kommt ihr runter auf 65 Sekunden. Das ist schon ein richtig geiler Wert und das macht euch zu einer echten Torpedoschleuder. Also einmal Backbord die Dinger abfeuern, dann einmal wenden, wieder ran und Steuerbord abfeuern, dann könnt ihr wieder wenden und dann habt ihr die anderen Dinger schon fast wieder parat. Also das ist wirklich eine richtig geile Geschichte und macht enorm viel Spaß. Vielleicht seht ihr es auch gleich in dem Gameplay, was ich euch dazu einblende, wo man dann wirklich mal beide Seiten hintereinander benutzt. Das ist einfach ein funny Schiff. Das macht wirklich richtig, richtig Laune, trotz der geringen Trefferpunkteanzahl, die ich am Anfang schon erwähnt habe. Ja, das ist eigentlich das, was man zu den Torpedos schon sagen kann. Wir haben hier einen Höchststand von 15.200 Punkten. Das ist wieder so ein bisschen der Wermutstropfen bei der ganzen Schicht. Ihr habt zwar eine Menge Torpedos, die machen aber nur 15.200 Schaden. Das sind fast 4.000 Trefferpunkte weniger als das, was die Fletcher auf der Tierstufe macht. Also das ist so ein bisschen das Problem an der ganzen Schicht. Aber ihr solltet eben versuchen, mit Flutungen zu arbeiten, also dass ihr halt häufig Flutungen generiert und so eine Sache. Dann ist der Alpha-Damage sowieso scheißegal, weil die Flutung viel, viel mehr Schaden verursacht. Und dann geht es weiter mit der Flugabwehr, die wir hier auf dem Dampfer verbaut haben. Sie hat eine Kurzstrecke und sie hat eine Langstrecke-Flugabwehr. Die Mittelstrecke fehlt hier. Es ist nicht besonders gut, die Flugabwehr, aber auch nicht besonders schlecht. Ihr könnt hier einen Verbrauchsmaterial-Tausch durchführen. Ihr könnt den Motorboost gegen defensive Flakfeuer tauschen. Der defensive Flakfeuer würde den Schaden der Flak hier um 200% erhöhen. Und ja, gut, das kann man halt anpassen. Ne? Wenn ihr so wie jetzt gerade nicht so viele CVs mehr in den Gefechten habt, dann macht es durchaus Sinn, halt weiter den Motorbus zu benutzen. Macht wahrscheinlich in den meisten Fällen sogar Sinn, weil das Schiff hier eben ein Torpedoschiff ist, kein Gandidee und so. Ihr müsst einfach schnell von A nach B kommen, ein bisschen ausweichen können, wegfahren können und so eine ganze Geschichte. Da macht der Motorbus einfach aus meiner Sicht mehr Sinn. Und ja, das ist eigentlich das, was man zur Flak im Moment sagen kann. Also ihr wisst ja, dass sie aktuell überarbeitet wird von der Stärke, von der Art und Weise, wie sie zu benutzen ist. Von daher kann man jetzt im Finale noch gar nicht so viel dazu sagen. Es wird irgendwo ein Midranger für die Ds sein, ja, wohlgemerkt. Also der Wert hier, der hier steht, das sind halt so, ist ein mittlerer Bereich der Flakstärke. Und wir schauen dann gleich weiter zur Manövrierbarkeit und zur Verborgenheit. Die Höchstgeschwindigkeit mit 36,5 und 560 Meter Wendekreisradius ist soweit identisch mit dem von der Fletcher. Die Ruderstellzeit, die ist hier ein Ticken langsamer, nämlich 0,4 Sekunden. Die Fletcher hat da 3 Sekunden im best ausgebauten Modus. Die Erkennbarkeit zu sehen ist hier mit 7,6 angegeben. Da sind wir der Fletcher leicht unterlegen bei 200 Metern, denn die hat 7,4. Das heißt, ihr seid mit der Benham runterskillbar bis auf 5,9 Kilometer, während die Fletcher sogar 5,8 schafft. Dafür tauschen wir das so ein bisschen bei der Erkennbarkeit zur Luft. Da sind wir bei 2,9 runtergeskillt auf 2,3 und die Fletcher, die hat da halt schon vom Basiswert 3,2 Kilometer, kommt also definitiv nicht an die 2,3 Kilometer ran. Wenn ihr aus dem Nebel schießt, geht er 2,8 Kilometer weit auf, die Fletcher 2,7. Jetzt haben wir die so ein bisschen eingeordnet, wo sie so ein bisschen liegt, so im Vergleich zur Fletcher zumindest. Und wir wollen uns dann jetzt gleich die Verbrauchsmaterialien anschauen. Die Verbrauchsmaterialien hier bestehen aus 3 Slots. Wir haben Schadensbegrenzungsteam natürlich hier vergeben, 1 und 2. Aktuell gibt es ja noch Premium- und Standardverbrauchsmaterial. Das wird sich ja in Zukunft in World of Warships ändern. Wir haben hier 5 Sekunden Wirkungsdauer des Verbrauchsmaterials und 40 Sekunden ist die Ladezeit. Ihr wisst, ihr benutzt ein Premium-Schiff, also solltet ihr auch die Premium-Verbrauchsmaterialien immer benutzen, weil sie euch einfach länger im Kampf sein lässt und ihr damit das Geld, was ihr benötigt, um diese Sache hier zu finanzieren, locker wieder reinfinanziert. Außerdem haben die Premium-Schiffe ja sowieso einen besseren Geldmodifikator bzw. weniger Wartungszeit. Also 40 Sekunden ist das Schadensbegrenzungsteam hier dann im Cooldown, was ein ganz angenehmer Wert ist. In Slot 2 kommen wir dann zum Nebelerzeuger. Auch da gibt es Premium und Standard. Ihr seht es eingeblendet. 2 Minuten und 7 Sekunden ist hier die Standdauer der Nebelwand, also typisch amerikanisch kann man sagen. Die Wirkungsdauer zum Auswurf des Nebels 30 Sekunden, das heißt, ihr könnt aus relativ hoher Geschwindigkeit schon mal auf den Nebel drücken und erst dann die Geschwindigkeit abbauen, um vielleicht noch eine längere Wand zu ziehen, so eine Sache. Das lohnt sich dann definitiv und macht auch Spaß. Ihr habt dann hier 3 Aufladungen im Premium-Verbrauchsmaterial. Und dann kommen wir zum dritten Slot. Da könnt ihr, wie gesagt, habe ich eben schon erwähnt, den Motorboost oder defensive Flakfeuer entsprechend tauschen.
Ihr kriegt einen Geschwindigkeitsboost von 8%, Ladezeit beträgt 2 Minuten und die Wirkungsdauer ist auch 2 Minuten. Das ist da also quasi deckungsgleich beim Motorboost. 3 Aufladungen im Premium-Verbrauchsmaterial und beim defensiven Flakfeuer auch im Premium-Verbrauchsmaterial habt ihr eben sogar 4 Aufladungen, kriegt 200% Schaden dazu und auch die Explosionen steigen ja um 200%. Das darf man jetzt in der Geschichte nicht vergessen. Also der Schaden pro Sekunde innerhalb der Explosionsradius steigt ja auch. Also echt heftig, finde ich persönlich. Die Wirkungsdauer des Verbrauchsmaterials beträgt hier auch 30 Sekunden und die Ladezeit ist dann hier 80 Sekunden, Aufladung 4. Jeweils, wie gesagt, immer bei der Premium-Variante. Welche Verbesserungen können wir dann hier direkt einbauen? Macht natürlich Sinn, hier die Hauptbewaffnungsmodifikation einzubauen. Ihr wollt die Torpedowerfer hauptsächlich benutzen. Gerade die Hauptbewaffnungsmodifikation 1 sorgt dafür, dass sie eben länger wieder einsetzbar sind. Das gilt dann halt auch entgegenzuwirken, gerade was wir dann gleich in Slot 6 verbauen. Da erhöhen wir wieder das Risiko des Ausfalls und daher sollte man da auf jeden Fall schon mal dagegen arbeiten. Also, das haben wir, Slot 1. In Slot 2 gibt es die Antriebsmodifikation, die ich hier für sehr sinnvoll halte. Es sei denn, ihr habt ein defensives Flakfeuer. Die Modifikation könntet ihr auch einbauen. Das ist ja das, was ihr in der Waffenkammer an Verbesserungen kaufen könnt, weil da die Wirkungsdauer des Verbrauchsmaterials verlängert wird. Wenn ihr denn das defensive Flakfeuer beim Verbrauchsmaterial überhaupt benutzt, ne, müsst ihr dann abwägen, Antriebsmodifikation oder defensive Flakfeuer. Modifikation 1 in Slot 2. In Slot 3 solltet ihr meiner Meinung nach die Zielsystemmodifikation einbauen. Die macht hier sehr viel Sinn, um die Streuung der Hauptbatterie runterzukriegen und auch die Drehgeschwindigkeit der Torpedowerfer zu erhöhen, die ihr ja hier hauptsächlich einsetzen werdet. Ist für mich der Prioritätsteil bei der ganzen Geschichte. Und alternativ dazu, wenn man das irgendwie nicht möchte, weil man sich an die Drehgeschwindigkeit der Torpedowerfer gewöhnt hat, dann könnte man hier auch die Nebelerzeugermodifikation einsetzen, die dann einfach die Wirkungsdauer des Verbrauchsmaterials um 30% nochmal verlängert. Aber dafür wird die Dauer der Nebelwand verkürzt um 5%. Also die ist dann nicht mehr 2 Minuten 7 lang, sondern 5% kürzer. Ja, dafür könnt ihr aber länger in diesem Nebelding driften. Also für mich kommt das relativ abgeschlagen. Ne? Die Zielsystemmodifikation 1 ist schon das ganz klare Ding, was man hier skillen sollte. In Slot 4 gibt es für mich hier nur eine Wahl, nämlich die Antriebsmodifikation 2. Das Steuergetriebe ist schon wendig genug mit 3,4 Sekunden. Da braucht ihr eigentlich nicht nachskillen. Es geht viel eher darum, dass wenn ihr mal im Nebel steht oder hinter einer Insel steht oder so, dass ihr viel schneller anfahren solltet, um den Torpedos auszuweichen. Oder wenn ihr dann plötzlich entdeckt werdet, so eine Sache, um sich dann schnell wieder in Sicherheit zu bringen. Das ist viel, viel wichtiger. Und darum gibt es hier für mich in Slot 4 nur eine Wahl. In Slot 5 kommen wir dann natürlich zu einem typischen DD-Skill oder zu einer DD-Verbesserung, und zwar der Tarnsystemmodifikation 1, die die Erkennbarkeit des Schiffes um 10% senkt und die Streuung der Granaten des Gegners um 5% erhöht, wenn die denn auf euch schießen, ist sehr, sehr hilfreich. Auf jeden Fall bei einem DD, da steht, ich denke mal, außer Frage. Und der nächste Punkt ist dann natürlich in Slot 6. Wir sind hier ganz klar, und meiner Meinung nach kann man sich da nicht vertun, ein Torpedoboot und kein Gunboot. Ja, Hintergrund ist ganz einfach, um das nochmal kurz zu begründen. Überlebensfähigkeit ist sehr, sehr gering, also die geringste überhaupt auf einem T9DD. Ihr habt die wenigsten Trefferpunkte, auch wenn ihr das mit dem Kapitän sogar entgegenskillen könntet. Ihr habt nur 4 Türme und dafür habt ihr 4 Torpedowerfer, die eine ganz kurze Nachladezeit haben. Ist eigentlich die Charakteristik schon vorgezeichnet für meine Begriffe. Deswegen baue ich hier die Torpedowerfer-Modifikation 3 ein und die erhöht halt die Risiko des Ausfalls des Torpedowerfers um 50%. Allerdings wird die Ladezeit um 15% gesenkt. Und das ist das, was wir unbedingt brauchen. Darum haben wir vorhin auch schon die Hauptbatterie-Modifikation oder Bewaffnungsmodifikation gewählt, um da dem Risiko so ein bisschen entgegenzuwirken. Ne? Das ist eigentlich das, was man dazu sagen kann. Jetzt sind wir mit den Verbesserungen durch und wir schauen uns dann jetzt die Signale an, die man auf diesem Dampfer sinnvollerweise einbauen sollte. Fangen wir in der zweiten Reihe von oben an, nämlich mit November Foxtrot. Ihr habt eine Menge Verbrauchsmaterialien, die wollt ihr schneller wiederherstellen, also diese November Foxtrot ist wichtig. Dann Sierra Mike, ihr wollt die Höchstgeschwindigkeit natürlich immer so weit wie möglich oben haben. Mit dem Motorboost zusammen kommt ihr nachher über 40 Knoten, wenn ihr Sierra Mike gesetzt habt. Dann haben wir noch eine Flagge, die in der zweiten Reihe unten zu skillen ist, nämlich Juliet Charlie. Keine Explosionsgefahr. Die heißt, das Risiko einer Magazindetonation auf ihrem Schiff wird also ausgeschaltet. Ne? Das sind die drei Flaggen, die ihr in der zweiten Reihe skillen müsst. In der ersten Reihe halte ich es für sinnvoll. Fangen wir ganz links an. November Echo Set the 7, aber
ja, mit ein bisschen Abschlag. Wenn ihr davon viele Flaggen habt, solltet ihr die ruhig einbauen. Wenn ihr davon nicht so viele Flaggen habt, lastet lieber und spart euch diese Flaggen. Das ist so ein bisschen optional, könnte man sagen. Ja, ich baue sie jetzt hier trotzdem mal mit ein. Ich blende es euch ja gerade ein. Und dann haben wir hier die India X-Ray Flagge, um die Brandwahrscheinlichkeit ein bisschen zu erhöhen. Das hilft auf jeden Fall. Und ganz wichtig ist hier der Skill oder die Signalflagge Juliet Whiskey Una One, um die Wassereinbruchswahrscheinlichkeit von euren Torpedos einfach ja, zu erhöhen. Ne? Also um 15%. Bei der Masse an Torpedos, da muss sowas einfach damit auch drauf geskillt sein. Ihr benutzt hauptsächlich Torpedos, also von daher keine weiteren Fragen, denke ich mir mal. Ne? Victor Lima ist dann hier die nächste Signalflagge, die ihr unbedingt noch mit draufsetzen solltet. Dann habt ihr 7 Flaggen vergeben, wovon, wie gesagt, auf jeden Fall mal die Flugabwehr-Signalflagge optional ist. Ihr könnt dann natürlich, je nach Vorhandensein bei euren Signalflaggen, das ein bisschen variieren, was für euch ganz besonders wichtig ist. Das dann mit ökonomischen oder anderen Signalen auffüllen. Es gibt hier natürlich auch die Tarnung. Wenn ihr das Schiff für Treibstoffmarken bekommen habt, dann kriegt ihr 2 Tarnungen. Nämlich einmal Meister der Unterwasserwelt und die hat die Werte -3% Erkennbarkeit zu Wasser, +4% Streuung der Gegnergranaten. Die Schiffswartungskosten werden um 20% reduziert. Nach dem Gefecht sind das diese Kosten. Und ihr kriegt 100% EP je Gefecht oben drauf. Oder ihr benutzt eben die Typ 10 Benham Tarnung. Die hat genau... Nee, hat ja gar nicht genau die gleichen Werte, sehe ich jetzt gerade erst. Die Schiffswartungskosten werden da um 10% reduziert und die EP-Gefecht, das sind nur 50%, die er da an top bekommt. Die Streuung oder Erkennbarkeit zu Wasser ist dann das gleiche, also da, das ist so ein Standardwert. Ne? Ja, also ich denke mal, dann ist es einfach sowieso schon ganz klar, dass ihr hier immer die Meister der Wasserwelt-Tarnung benutzen solltet. Also wer auf Effizienz Wert legt, sagen wir mal so. Ich persönlich finde die jetzt zwar angenehm, aber ja, ich will sie nicht ständig haben, irgendwie diese Schrottoptik. Von daher fahre ich halt auch durchaus gerne mal mit der anderen Typ 10 Benham Tarnung. Bin ich auch mit ganz gut gefahren und ganz zufrieden mit. Mein Kapitän auf der Benham ist wie folgt geskillt. Ich fange in der ersten Reihe an und zwar da mit den präventiven Maßnahmen, um da dem Torpedowerferausfall und anderen Modulen entgegenzuwirken. Ich hatte ja diese Torpedowerfermodifikation 3 eingebaut, die das Risiko des Ausfalls um 50% erhöht. Mit dem hier können wir 30% verringern und wir haben dann bei den Verbesserungen in Modul 1 schon die Hauptbewaffnungsmodifikation eingebaut, wo auch da nochmal 20% Ausfall reduziert wird. Also dann sind wir wieder 50-50 und dann gehen wir in Reihe 2 über und hier habe ich geskillt mit letzter Anstrengung. Das heißt, wenn ihr beschossen werdet und das Steuergetriebe oder die Maschine ausfallen sollte, funktionieren sie mit einem Malus weiter. Ganz wichtiger, elementarer DD-Skill muss jeder DD-Fahrer unbedingt dabei haben. In Slot 3 geht es dann auf die Torpedo-Bewaffnungskompetenz, um dann die Ladezeit um 10% zu verkürzen. Dann kommen wir auf unsere 65 Sekunden Nachladezeit auf allen Torpedowerfern und das macht das Ding dann so richtig, richtig funny, meiner Meinung nach. Und dann geht es in die Reihe 4, da solltet ihr den Tarnungsmeister einbauen, um auf 5,9 Kilometer Entdeckbarkeit zu kommen zu Wasser und dann eben die 2,3 Kilometer zu Luft. Und dann haben wir 10 Punkte vergeben. Dann haben wir ja theoretisch noch 9. Ich nutze 4 davon für die Funkortung, um mich besser verteidigen zu können, um einfach abschätzen zu können, wo sind die gegnerischen DDs, muss ich jetzt ausweichen oder fahre ich vielleicht sogar darauf zu, weil der DD nur noch relativ wenig Trefferpunkte hat. Also eine Sachen kommen ja da dann in die Entscheidung rein. Das hilft mir einfach, mich in meine Situation ein bisschen besser einzuschätzen. Ich richte meinen DD komplett auf Torpedobewaffnung aus, deswegen baue ich hier nicht so was ein wie Schießgrundausbildung oder weitere oder bessere, verbesserte Schießausbildung oder IFAE. In der Regel bin ich mit meinem Torpedoboot unterwegs und mache hier Torpedospam, anstatt die Guns zu benutzen. Macht auch wenig Sinn, weil ihr im direkten Duell sowieso immer alt ausseht. Ihr habt nur 2 Türme nach vorne mit einem Rohr. Viele DDs auf eurer Tierstufe haben schon 2 Rohre in 2 Türmen nach vorne. Und die haben deutlich mehr Trefferpunkte als ihr. Also ihr habt 14,5, ja, und die gegnerischen Schiffe haben auch locker mal 20.000, ja. Und das ist einfach so ein Punkt, der mir ganz klar sagt, ich muss meinen DD hier auf Torpedo und also Torpedo-Bewaffnungsskillen und dann eben versuchen, gegnerische DDs eher zu vermeiden. Das kann man mal machen, wenn man einen DD hat, der nur 2.000, 3.000 Trefferpunkte hat. Dann kann man in so ein Gun-Duell reingehen, aber sonst eben eher nicht. Nachdem ich das geskillt habe, gehe ich dann wieder hoch und habe ja dann noch 5 Skillpunkte zur Verfügung. Da spielt dann Experte der Lebensfähigkeit eine Rolle, in meinen Gedanken zumindest. Da kriegt man über 3000 Trefferpunkte wieder rauf auf das Schiff. Also, das könnte hilfreich sein. Oder
Gebt den Inspekteur, um mehr Verbrauchsmaterial parat zu haben. Nochmal Motorboost mehr, nochmal Nebel mehr, kann in den entscheidenden Fällen einen Unterschied ausmachen. Beim Sprengmeister gilt das Gleiche, ist für mich eben kein Artillerie-Dampfer, sondern zuerst ein Torpedodampfer, deswegen skill ich hier auch nicht den Sprengmeister. In der Reihe 2, wir haben ja jetzt noch 2 Skillpunkte zur Verfügung, da würde ich dann hier entweder den Tausendsasser einbauen, in Ergänzung zu der Flagge, die wir draußen schon gesetzt haben, also Signale meine ich natürlich, wo wir schon mal 5% reduzieren, können wir hier nochmal 5% reduzieren, sodass der Nebelwerfer, das Schadensbegrenzungsteam oder eben der Motorboost respektive defensive Flakfeuer zeitiger parat ist. Oder ihr geht hier auf die wahrscheinlich effiziente Variante Adrenalinrausch und da wird dann eben die Nachladezeit der Hauptbewaffnung, also nicht nur der Türme, sondern auch der Torpedowerfer, nochmal reduziert. Mit jedem Trefferpunkt, den ihr verliert, reduziert ihr die Nachladezeit um 0,2% und das wirkt halt aufs ganze Schiff. Ne? Also das ist halt wirklich genial. Und dann haben wir 19 Punkte vergeben. So ist mein Ansinn. Schreibt mir gerne eure Kapitänskillung unten in die Kommentare rein. Was würdet ihr vielleicht sogar anders skillen? Fahrt ihr das Ding doch auf Gun? Warum? Schreibt mir einfach konstruktive Kommentare unten rein. Und dann kommen wir zu den Pro und Contra. Für mich ganz klar, es ist ein unheimlich spaßiges Schiff. Das ist jetzt gar kein Pro in dem eigentlichen Sinne, sondern ist einfach ein emotionales Ding. Ich habe richtig Spaß mit dem Dampfer. Immer ständig 16 Torpedos im Wasser zu haben, ist einfach geil. Mit 65 Sekunden Nachladezeit, ihr habt wie gesagt 4 Werfer, ne? 2 links, 2 rechts, super cool. Dann die Manövrierbarkeit, gefällt mir richtig gut. Mit Motorboost und Sierra Mike Flagge kommt ihr hier über 40 Knoten. Ihr habt einen engen Wendekreis, eine Ruderstellzeit von 3,4 Sekunden. Ist noch ganz angenehm, geht noch ein Ticken besser mit der Fletcher, ja. Aber ich habe es hier trotzdem zur Pro geschrieben, weil mir das eigentlich nicht negativ aufgefallen ist. Es fühlt sich einfach cooler an. Ja, dann haben wir noch eine gute Verborgenheit mit 5,9 Kilometer. Also alles, was unter 6 ist, ist einfach cool. Das kann man irgendwie ganz gut einschätzen. Geht mir persönlich zumindest so. Und das habe ich einfach mal zum Pro aufgeschrieben. Zum Con kommt für mich ganz klar die Überlebensfähigkeit. Die Trefferpunkte sind super gering mit 14.500. Wir haben nur eine durchschnittliche Flak. Gut, kann man jetzt auch nicht erwarten, dass jeder TD jetzt plötzlich eine super Flak hat. Von daher, okay, die Flak kann man ein bisschen pimpen durch das defensive Flakfeuer. Muss dafür aber den Motorboost abgeben. Finde ich ein bisschen unglücklich geregelt. Ich finde, den defensive Flakfeuer hätten sie hier ruhig in einen Extra-Slot machen können. Und dann eben der große Nachteil ist, dass die Hauptbatterie ja halt doch nur so spärlich hier eingesetzt ist. Ich habe es jetzt einfach mal Hauptbatterie Feuerkraft genannt. Ihr habt nur 2 Rohre nach vorne und 2 Rohre nach hinten. Viele DDs sind in der Beziehung einfach besser aufgestellt. Dafür sind halt eure Metallfische. Das, was das wirkliche Highlight des Schiffes ist. Mir hat dieser DD einfach oder macht dieser DD einfach unheimlich viel Spaß. Ihr seht es ja im Gameplay oder habt es gesehen im Gameplay, was man damit so für Spaß machen kann, haben kann, selbst wenn man mal verliert oder so. Es ist einfach, einfach geil und ich kann euch das nur empfehlen. Wenn ihr an die 800 Treibstoffmarken rankommt, dann versucht euch den DD zu holen. Ja, andernfalls müsst ihr halt warten. Das Schiff wird wahrscheinlich, davon gehe ich einfach mal aus, so wie wir Wargaming kennen, irgendwann wieder in den Premium Store kommen und dann eben erkaufbar sein für echt Geld. Es lohnt sich schon. Wer gerne Torpedo.de fährt, hat hier einen Ami, der Torpedos spammen kann. Und jetzt sage ich, vielen, vielen Dank für eure Zeit, dass ihr euch hier die Schiffseinweisung, unser Schiffstutorial angeschaut habt. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir gerne einen Daumen nach oben da. Solltet ihr unseren Kanal noch nicht abonniert haben, bitte ich euch ganz höflich um euer Abonnement. Sollte euch das hier alles so gut gefallen und ihr wolltet uns irgendwie unterstützen und dafür was zurückzubekommen, wäre eben mit einer Kanalmitgliedschaft hier eben möglich. Ihr könnt dann Emojis, ihr habt Abzeichen, ihr bekommt Vorabzugang zu bestimmten Videos hier auf dem Kanal. All die ganzen Vorteile sind unten nochmal erklärt. Wenn ihr möchtet, würdet ihr uns damit eben auch helfen können. Gut, und dann noch der Hinweis zu den Social Medias. Oben in der gelben Leiste findet ihr die ganzen Bereiche, wo wir auch vertreten sind. Die Links dazu findet ihr unten in der Beschreibung. Also auch dazu herzliche Einladung. Wenn ihr möchtet, schaut da mal gerne vorbei. In dem Sinne, ich wünsche euch immer eine Handbreit Wasser unterm Kiel. Möglichst viele Metallfische im Wasser, die dann auch treffen. Solange es nicht mein eigenes Schiff ist. Und in dem Sinne, einen schönen Tag noch. Bis zum nächsten Video hier auf dem Kanal. Euer Seacrotz-Team, euer Andi. Ciao, ciao.